So, die Frage ist, wie geht's jetzt weiter? Also, wir sind jetzt hier in der Wüste. Haben wir die Pokémon, die uns nerven? Und haben wir da jetzt eigentlich irgendwas gekonnt dadurch? Ich weiß es nicht. Ich weiß, wir können jetzt auch, denke ich mal, in die Normalarena. Aber was das jetzt für einen Mehrwert hat? Ich guck mal auf die Karte. Die Karte, war die nicht da? War die im Beutel oder war die? Die war bestimmt im Pokonauf. Ja. Hier ist Kadaverstadt. Und das wollte ich jetzt hier sein, ne? Jetzt hier Wüste. Und weiter geht's eigentlich hier. Beziehungsweise hier. Das heißt, ich muss Server können. Okay. Würde ich mal sagen, wir gehen nach Blütenburg City und schauen, wie es da jetzt weitergeht. Ich denke mal, dass der Arenaleiter, ich glaube Norman hieß er, unser Vater, recht stark sein wird. Aber ich will trotzdem erstmal hingehen und abschätzen, wie stark seine Pokémon sind. Und im Zweifelsfall werde ich natürlich dann offscreen trainieren. Fancies! Bin ich eigentlich, ist die Frage des Tages, bin ich eigentlich schon mit dem Radweg runtergefahren? Ich glaube sogar nein. So, das werde ich dann jetzt eigentlich mal nachholen. Das sind sicherlich noch viele Trainer. Aber auf dem Radweg sind Fußgänger nicht gestattet. Falsch. Nein. Pokébälle, Items, Basis-Items, Eirad, okay. Yay! So. Willst du kämpfen? Gefällt es dir wie mein Rad? Okay. Willst du kämpfen? Ja. Der Triathlon ist extrem hart. Du musst schwimmen, Radfahren und laufen. Und Kämpfe sind auch hart. Ja, so hart war es jetzt nicht. Oh, 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 es entwickelt sich. Nein. Oh, ich bin zu dumm, ey. Ich krieg es einfach nicht gebacken. Nicht erlernen, ja. So. Dann werde ich jetzt erstmal. Ja. Dann werde ich jetzt erstmal Frost den EP-Teiler wegnehmen, damit ich dann wieder primär meinen anderen Pokémon trainieren kann. Item nehmen. So, und weiter geht's. Okay, da wird er bestimmt auch kämpfen. Hey du, kannst du mit mir mithalten? Also die Kämpfe sind alles sehr unspektakulär, da die Gegner recht schwach sind. Ich habe das irgendwie total verpasst, hier zu trainieren. Das ist irgendwie voll traurig. Aber keine Panik, wenn dein Rad immer schneller wird. Oh Mann, die meisten Pokémon sind so Level 14 oder 16 oder so. Also wirklich keine Herausforderung mehr für mich. Radler, 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 Radler. Ja, okay. Wahnsinniger. Das war's schon? Ach nee. Ich radle ohne aufzuhören. Mein Oberschenkel. Wie? Meine Oberschenkel sind hart wie Stein. Okay. Okay, lassen wir mal die junge Frau mit ihren steinharten Schenkeln alleine. Wow, pass auf. Ich glaube, du hast keine Übung am Radrennen. Hm, kann sein. Okay.
Meistens haben jetzt auch Pokémon, die nur Level 6 sind. Neue Techniken zu lernen, gibt diesem Radfahrer erst die richtige Würze. Gibt dem Radfahrer erst eine richtige Würze. Ich kann echt nicht lesen. Einige Orte kannst du nur erreichen, wenn du die richtige Technik anwendest. Das ist aber schön. Und Anzahl der Zusammenstöße 12 Mal. Zeit über eine Minute. Ich sage, dein Talent zum Radfahren ist einfach miserabel. Ich will jetzt hier nicht irgendwie übelst geil runterkommen. So. Das war jetzt ziemlich unspektakulär, dieser Radweg. Ich denke mal, ich werde das auch alles jetzt rausschneiden. Weil sie hat wirklich so Pokémon von Level 6 bis 16 und das war jetzt keine wirkliche Herausforderung. Dong, dong, dong. Dong, dong. Ahoi! Für dich fahre ich jederzeit wieder raus. Wo soll es hingehen? Oh mein Gott, oh nein, ich freue mich schon auf die Serverfolgen. Nicht. Ahoi, wir haben Faust auch auf den Anker geworfen. Komm, wenn du wieder Segel setzen, wenn wir wieder Segel setzen sollen. Und das sollen wir, ich möchte... Jetzt, nach Blütenburg City. Anker gelichtet, Pegoschatz, wir setzen Segel oder irgend sowas sagt da, glaube ich. Jetzt müssen wir gleich da sein, oder? Ja. Oh, wir sind da rumrennen. So, ich laufe unten rum, gehe erstmal ins Pokémon Center und dann mal sehen. Ich glaube, die Arena ist zu hart für uns. Wir haben jetzt eben erst eine Arena gemacht. Ich glaube, es geht irgendwo anders weiter. Ich weiß nicht wo. Ich meine, das sieht jetzt sehr auf der Hand, dass wir dorthin müssen. Und ich glaube auch, dass sie ziemlich stark sind. Oh Gott, ich weiß es einfach nicht. Ich erinnere mich auch nicht mehr so richtig. Okay. Geh ich mal hier rein. Okay. Na, wie sieht es aus auf dem Weg zum Champiumi? Die Türen dieser Arena öffnen sich, wenn du die einzelnen Trainer besiegst. Ups, die Türen in diesem Raum sind ja schon offen. Greif mich bitte nicht an. Die Trainer der Arena von Blütenbox, die setzen die verschiedensten Items ein. Die Tür auf der linken Seite führt in den Initiativeraum. Die Tür auf der rechten Seite führt in den Raum der Genauigkeit. Die Türen sind beschriftet. Lies genau und triff eine überlegte Wahl. Hast du dich für eine Tür entschieden? Nun, genug der Worte. Ich glaube, ich nehme beide Türen zum Trainieren. Raum der Genauigkeit steht auf dem Schild. Möchtest du die Tür öffnen? Ja, bitte. Oh Gott. Dies ist der Raum der Genauigkeit. Es ist schon ziemlich fies, wenn jede Attacke einen Treffer ist. Hm, ja, ja. Normalerweise sind doch fast immer die Attacken einen Treffer. Eine Herausforderung von Astrainer Yvonne. Und sind einfach nur ein Pokémon. Okay. Ist das ein... Das ist aber nicht jetzt irgendwie ein Shiny in Nekoro, oder? Sehen die nicht eigentlich anders aus? Das ist aber nicht geglänzt. Das ist kein Shiny, oder? Ich bin total verunsichert. Okay, egal. So, na, einfach mal Klut. Hm... What? Schockwelle. Ich hätte jetzt einfach mal... Oder warte mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Mir kommt da gerade so eine ganz tolle Idee. Ah ja, ja, Schockwelle. Zertrümmerer. Das ist doch... Ja, eine Kampfattacke. Ja, wow. Ich bin echt geblendet, wie viel das abgezogen hat. Oh Gott. Jetzt, hätte ich das gewusst, hätte ich jetzt nochmal zur Trümmer reingesetzt.
Das hasse ich. Oh. Oh nein. Ich beende die Sache jetzt einfach mit Iris. Das wird das Einfachste sein. In die Kuh setzt Schokolein. Ja, wow. Psychokinese. Ja, so geht das. Iris zeigt, wie es geht. Ja. Ja, ja, ja. So, jetzt möchte ich aber nochmal in den anderen Raum. Wegen, ihr wisst schon, trainieren und so. Ich will keinen Raum auslassen. Initiativer Raum steht auf dem Schild. Möchtest du die Tür öffnen? Ja! Die Fähigkeit, dem Gegner mit einer Attacke zuvorzukommen. Alleine gibt es einen. Okay, ja. Mhm, ja. Er wird schnell sein. Er wird mit seinen Attacken zuvorkommen. Aha. Wie viele Pokémon hat er? Er hat auch nur eins. Oh, ein Schwalbos. Los, Sloppy! Nein, ich will eine Flucht nehmen. Ich habe mich verdrückt. Smoodle. So, dann nehme ich jetzt einfach mal Schockwelle. Na, so schnell ging's. Das war jetzt nicht so schwer. Ah, Luffy erreicht Level 32. Ruckzucki. Ja. Schnabel. Denn Ruckzucki hat Erstschlagsquote, Dings, wie ihr wisst schon, was ich meine. Und das ist schon recht praktisch in gewissen Situationen. So, jetzt habe ich schon Hubert besiegt. Den Hubert. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Raum der Verwirrung steht auf dem Schild. Möchtest du die Tür öffnen? Ja klar, ich bin immer verwirrt. Dies ist der Raum der Verwirrung. Zeig, wie stark das Band zwischen dir und deinem Pokémon ist. Ja, es ist ziemlich verwirrend stark. Eine Herausforderung von Astrainer Patrick. Oder Patrick, oder wie auch immer. Na, das sieht schon so verwirrt aus. So Trümmerer? Ich weiß nicht. Hm. Ich finde das Schild sehr effektiv, zieht sich wirklich viel ab. Also das würde ich Clutet schon als besser einschätzen. Oh, was für ein Wunder, ich wurde verwirrt. Nehme ich jetzt mal Clut. Ist es ein Energiefokus? Nee, normal. Ja, ich bin verwirrt, ich weiß. Ja, Tatsache, es zieht mehr ab. Also, Zitrumor ist echt für einen Arsch. Ja, war klar. Komm, mach doch. Ich überlege jetzt auch, wie viele Türen insgesamt jetzt in der Etappe sind. Zuerst sind es ja zwei Türen. Sind es dann nachher jetzt vier Türen oder noch drei oder immer noch zwei? Oder ich weiß es gerade nicht. Na, ich werde es gleich sehen. Mein Pokémon ist bereits verwirrt. Just saying, oder? Hä, was? Ich rede eindeutig zu viel. Ich kriege gar nichts mehr mit. Ja. Und? Yay. Okay. Bandier wurde besiegt.